Hallo und willkommen zurück bei Gekku. Wir spielen nochmal Dorfromantik. Ich wollte nochmal den schwierigen Modus vorstellen. Und da fangen wir direkt einfach mal an. Die speichern wir, die hatte ich eh zu Ende gespielt. Hier soll man sich einfach mehr Gedanken darüber machen, wie man denn eigentlich alles plant. Jetzt kriegen wir hier direkt am Anfang schon eine Quest mit Bäumen. Und könnten so den Wald einfach beenden. Kriegen 5 neue Tiles. Und kriegen jetzt auch schon hier die nächste Herausforderung mit Schienen. Ja, setzen wir die einfach mal in die Richtung. Ja, ist natürlich auch wichtig, immer möglichst große zusammenhängende Sachen zu bauen. Wir könnten ja mit dem Wasser hier in die Richtung gehen. Haben wir direkt schon mal ein kleines Bootchen, was darauf fährt. Auch gar nicht schlecht. Also angenommen, wir bauen Schienen hier in dem Bereich, Wasser in die Richtung. Können hier vielleicht so eine kleine Stadt anfangen. Na, wobei, das mache ich nochmal rückgängig. Ich lieber hier in die Richtung. Ach genau, das ist auch super, hier direkt so ein Endstück zu haben von Schienen, dass wir uns hier mit dem Wasser nicht in die Quere kommen. Manchmal sind natürlich auch Teils dabei, die beides haben. Aber guck, ja, jetzt hier mit dem Wasserstück, ne, das könnten wir, wenn hier die Schienen weitergegangen wären, hätten wir dann hier schon ein Problem, was wir da überhaupt hinbauen. Aber wir können hier auch drauf warten, bis wir dann ein Endstück kriegen und bauen. Ah, wobei, machen wir weiter noch ein Stück größer, ist auch nicht verkehrt. Nicht so. Oh, jetzt haben wir sogar, ja, das Mischstück Schiene und Wasser zusammen. Dann probieren wir das hier doch mal so. Ich will mal ganz kurz was schauen. Test. Ja. Gut. Wir versuchen hier wieder einen Bogen zu schlagen mit dem Wasserstück. Sollen wir nämlich auch hier das Schienenstück noch, dass wir quasi hier das wieder beenden könnten. Stadt mal mehr in die Richtung. Oh, eine neue Quest. Ich weiß nicht, was sich da gerade jetzt verbunden hat oder im Hintergrund. Ach, so ein kleines Geräusch. Oh ja, stimmt. Landwirtschaft hatten wir bisher auch noch nicht so viel. Gut, könnten wir den Wald hier noch ein Stück größer machen, aber viel macht das ja auch jetzt nicht mehr aus. So, nochmal 5 Teile. Also ist schon sehr darauf ausgelegt, dass man vor allem diese Teils, die man jetzt eigentlich, also das hier würde jetzt einen Wald beenden und ein bisschen Landwirtschaft beenden, dass man die so setzt, dass man dann vielleicht später nochmal auf dem einen oder anderen profitieren kann, wenn man jetzt nicht zuerst hier platziere und dann hier nochmal ein großes Landwirtschaftsteil bekomme. Das sehen wir gleich. Dann kann sich das durchaus lohnen. Hier. So. Dann hätten wir nämlich dann auf einmal mehr Landwirtschaftsteile. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hätte ich die beiden halt sonst wohin gemacht, wäre die Verbindung jetzt hier nicht gewesen. Also da muss man schon ein bisschen vorausschauend denken. Und hier sieht man ja auch zumindest ein bisschen, was als nächstes kommt. Ja, das Wasser würde ich jetzt einfach mal beenden. Die Bäume haben wir dicht gemacht. Aber deshalb können wir hier auch ruhig neue Bäume anfangen und kriegen sogar ein Perfekt. Na schön. Oh, wieder ein Zug. Eine Zug. Eine Lok, meine ich. Da. Ja, das ist doch schön. So.
Also hier gibt es natürlich auch weniger Quests, deshalb die man hat, sollte man dann entsprechend auch beherzter angehen, um da möglichst mehr Teils zu kriegen und natürlich länger spielen zu können, weil das ist eben hier die Herausforderung. Im schnellen Modus darf man ja maximal 75 Teils versetzen, dann ist das Spiel einfach vorbei. Hier hat man einfach sehr wenige. Und dadurch können die einem natürlich auch flott ausgehen. So, nochmal ein Schienensystem. Und jetzt kriegen wir auch mal eine Landwirtschaftsquest. Die braucht 24 Felder. Und da wir hier schon so gut vorgearbeitet haben, brauchen wir jetzt nur noch 9. Kommt auch eine Baumquest mit 122 Bäumen, aber hier stehen schon 82. Deshalb. Oh, kommt direkt die nächste mit 162 Bäumen. Und da ist auch ein Hirsch in der Mitte. Und stolziert freudig herum. So, dann wird direkt die Baumquest fertig. Das Häusel können wir hier noch da hinzufügen. So. Fände ich ehrlich gesagt ein bisschen Verschwendung, jetzt hier das so zuzubauen. Da nehmen wir es doch lieber für die Bäume. So, noch eine Quest fertig. Jetzt wieder ein paar Tiles. So, Schienen haben wir hier oben. Versuchen wir mal wieder darüber zu kommen. Noch eine Quest fertig. Und eine Quest für über 300 Bäume, aber da sind wir ja sowieso ganz gut dabei gerade. Freifläche, kann man dahin vielleicht setzen. Oh, 35 mal Landwirtschaft nebeneinander. Man kann ja auch hier dieses allgemeine Aussehen von, also die Farbgebung, ein bisschen einstellen. Man kann da verschiedene Sachen freischalten. Und dann kann man halt auswählen, wenn man jetzt gar keine Lust auf Winter hat, dass man Winter ausschaltet. Ich hatte Winter jetzt aber noch gar nicht, deshalb stelle ich mal die anderen aus, um dann gezielt Winter zu bekommen. So, jetzt haben wir auch unsere erste Haus- oder Stadtquest. Damit das hier ein bisschen wächst. Oh, eine reine Wasserfläche. Also am Anfang habe ich, glaube ich, auch wesentlich länger gebraucht, mich da mal zu entscheiden, wie man jetzt das eine oder andere platziert, wie es am schönsten aussieht und so weiter. Aber da die Partien ja eigentlich so schnell gehen, kann man das auch einfach irgendwie raushauen und dann beginnt man eine neue. Und wenn man wirklich was gezielt Schönes bauen will, was dann irgendein Muster ergibt oder halt irgendeine Vorstellung, dann gibt es ja auch noch den kreativen Modus, wo man ganz ohne diese Beschränkungen hier einfach Sachen platzieren kann. Das habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, da gibt es ganz schöne Sachen, was sich andere schon ausgedacht haben. So, ein bisschen Wasser. Noch eine Stadtquest. Dann wäre ich auch gerade ganz gutes Glück, dass die alle so offen sind, weil es hätte ja auch sein können, oh ja, genau so und so viele Teils muss es haben und nicht mehr. Aber gerade läuft es in dem Bereich. Also müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier ein bisschen was freilassen, damit hier das Schienennetz noch verbunden werden kann. Also so mehr oder weniger in der Art, das ist, glaube ich, ganz erfolgsversprechend, wenn man jedes Biotop so für sich macht. Einmal Schienen, Wasser, Häuser, Acker und Wald. Solange zumindest keine Fahnen aufpoppen, dass man ein Gebiet abschließen soll. Weil das gibt es ja durchaus manchmal und dann
Dann muss man sich halt überlegen, schließt man jetzt so viel Ackerfläche ab und kann dann nichts Neues mehr hinzufügen, hat aber dann eben entsprechendes Fähnchen fertig, was ja auch gut ist. Oder, so, jetzt können wir nämlich hier die Häuser auch nochmal verbinden. Auch nicht verkehrt. So. Oh, noch ein Perfekt. Schön. Ah, das geht jetzt leider nicht. Wenn wir hier nochmal sowas dran setzen, was... Machen wir es mal so. Ah, oh, schon wieder Wasser und... können eine Minibahnstrecke hier machen. Super. Ha. Ja, hier haben wir jetzt uns quasi schon was verbaut, weil ich kann jetzt nicht... Könnte es hier oben hin machen, aber... Und wieder auf sowas hoffen, um das weiterzuführen. Ansonsten ist die Bahnstrecke ja bald endlich. Ich könnte es auch hier hin machen, einfach einen kleinen Teich machen und das hier dann noch so verbinden. Aber so. So, dann ist hier auch die Quest fertig. Da ist schon wieder Wasser. Weiter geht's mit der Landwirtschaft. Oh ja, jetzt haben wir eins, was genau 28 braucht noch. Ach, hier oben kann man auch noch was hinmachen, genau. Und ja, jetzt werden die alle hell markiert. Dann kann man hier die Häuser nochmal schön verbinden. Mach's mal so. Und dann können wir, glaube ich, auch hier noch in die Richtung bauen. Genau. Ah, da ist keine Verbindung. Machen wir das da oben mal noch zu. Ach ja, das sieht auch ganz schön aus mit so einer kleinen Insel hier in der Mitte. Und gibt sogar ein Perfekt. Wunderbar. Gut, hier das gerade Schienenteil können wir nicht machen, weil es ja dann irgendwo enden kann. Das macht auch nicht so viel Sinn. Also gehen wir da mal weiter. So. Okay, dass wir neue Teils kriegen, hängt jetzt an Häusern und Acker. So, erstmal die 5 einsammeln hier. Genau, dann können wir nämlich hier noch innen reinbauen. Ist auch nicht verkehrt. Noch mehr Wälder. Ja, das mal so, dann könnten wir hier auch noch mal Bäume reinsetzen. Hier haben wir ich. Ah ja, hier. Gut, jetzt haben wir hier nämlich das Problem, das hier braucht Wasser und das hier braucht eine Schiene. Aber wenn wir das hier nochmal kriegen, können wir das einfach dazwischen setzen und funktioniert das auch. So. Ah ja. Genau, hier ist jetzt das Problem, das braucht genau 36. Wenn wir natürlich schon wesentlich mehr als 36. Deshalb können wir die Quest hier gar nicht mehr erfüllen. Und müssen eigentlich... andernorts nochmal Acker anfangen. Aber das macht ja nichts.
Macht nur so ein bisschen offener. Okay, das will es auch nicht. Obwohl es gar nicht diesen kleinen Pfeil da hat. Vielleicht geht es aber hier oben. Machen wir es mal so. Ach, das lassen wir da mal, dann können wir die Häuser sonst noch mitnutzen für die Stadt. Hier könnten wir den Bogen zurückschlagen zum restlichen Wasser. Ach nee, das lassen wir ja. Gut. So Teile sind halt so Verschwendung, ne? Klar kann man damit was zumachen, aber. Tja, man will ja eigentlich immer weiterbauen. Da oben macht es auch keinen Sinn, es jetzt da hinzusetzen. Vielleicht hier. So. Ja, wieder so ein Teil. Toll. Gut, wir haben auch nur noch 9 Tiles insgesamt. Also wird das sowieso jetzt demnächst zu Ende gehen. Oh, Quest für 36. Ja, die geht hier unten wieder nicht. Schön. Also das hier ist jetzt mit die nächste, die wir machen können. Genauso wie die 12 Häuser hier. Wahrscheinlich gibt es auch eine Variante, wo man genau das dann schaffen kann. Aber gehört natürlich auch viel Glück dazu, wenn man ja nicht weiß, was für Teile jetzt wirklich kommen. Na ja gut, machen wir das dahin. Hier trennen wir uns vom Wasser ab, dass wir quasi hier weitergehen könnten und da die Schienen weiterbauen. Aber ja, jetzt haben wir nur noch 3 Teile. Es wird auch mit der Stadt schwierig, wenn ich hier sehe Acker, Windmühle, Wasser. Weil das wäre ja eigentlich das gewesen, wo wir noch auf jeden Fall 5 Teile bekommen hätten können. Aber nicht, wenn wir gar keine Häuser bekommen oder nur so einzelne Häuser wie hier. Ja. Setzen wir noch 2 Windmühlen nebeneinander und ja. Dann war es das hier jetzt auch schon. Partie zu Ende. Naja, immerhin. Spielstatistik. 17 Minuten, 124 Kärtchen gesetzt, 3 perfekte Platzierungen und 16 erfüllte Quests. Fahnen hatten wir halt jetzt gar keine, aber ich denke, so ist es auch ganz in Ordnung. Und man könnte sich jetzt nochmal, könnte man sagen, okay, man will doch nochmal weiterspielen. Hier im Kreativmodus weiterspielen, dann gibt es quasi kein Ende und man kann das so schön weiter gestalten, wie man es will, sodass das Aufgebaute nicht ganz verloren ist. Aber man kann das Spiel auch einfach speichern. Und ja, oder nochmal seinen letzten Zug wiederholen. Auf jeden Fall ist das der schwierige Modus. Wenn man eine kleine Herausforderung will, sicher ganz nett. Ich denke von der Spielzeit her nur bedingt länger, oder also in unserem Fall jetzt bedingt länger als der schnelle Modus mit den 75 Plättchen. Hat jetzt nur 50 mehr gesetzt. Ungefähr. Ist auf jeden Fall mal eine gelungene Abwechslung. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Euer Gecko. Ciao, ciao.